Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 17. Februar 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann und steht in Verbindung zum Merkur. Das bedeutet klärende Gespräche, wichtige Termine oder Vertrag. Die Wahrheit kommt ins Licht, kann natürlich diese Verbindung auch bedeuten. Unserem Planet Erde bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Löwe. Wir sind mit karmischen Themen konfrontiert, weil die aufsteigende Mondknoten bewegt sich zurzeit auch in Tierkreiszeichen Löwe. Neue Richtungen, Erkenntnisse, Lernaufgaben, karmischen Themen trifft in erster Linie die Wassermanngeborenen, die Löwengeborenen oder die Wassermann oder Löwe Aszendent haben. Oder hier in diesem Bereich befindet sich im Geburtshoroskop des karmischen Knoten. Aber weil unser Planet Erde auch in diesem Bereich sich bewegt, natürlich, das trifft auch unserem Planet. Unser Planet Erde bekommt einen Einfluss von Regulus. Regulus ist eine von den königlichen Sternen. Und so haben die alten persischen Astronomen bestimmt, etwa 3000 vor unserer Zeitrechnung. Regulus ist die Stern der Könige, Herrscher, Kaiser, Kalifen, Herrscherhäuser, Imperium. Die Großmächte stehen in Regulus Einfluss. Und wenn Regulus wirkt, dann kommen Veränderungen, politische Veränderungen oder so, wie die Geschichte man beobachten kann. Diesem königlichen Stern Regulus befindet sich im Sternbild oder Tierkreiszeichen Löwe, das ist die Herz der Löwen. Also wichtig ist das Selbst, das ist das Symbol natürlich für die Tierkreiszeichen Löwe. Und auch unserem Herz. Nicht nur, weil Regulus ist die Herz der Löwen, sondern über die Tierkreiszeichen Löwe herrscht die Sonne. Und die Sonne hat einen Bezug zu unserem Herz, weil astromedizinisch wird unserem Herz zu der Sonne zugeordnet. Also es ist wichtig, das Herz und Herzensangelegenheiten. Und es ist Liebe, Partnerschaft, Berufung, Hobby, Familie, alles, was in unserem Herzen liegt, was uns begeistert. Und natürlich, das wird durch diesen Regulus-Einfluss auch aktiviert. Mond hat eine zunehmende Mondphase und bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Fischen. Steht in Verbindung zum Neptun. Neptun und Mond haben eine ähnliche Essenz. Beide haben einen Bezug zum Wasserelement, zum Träumen, Visionen, Sehnsüchte, diese Traumbilder, diese Visionen, diese Bildhafte steht unter Einfluss von Neptun und Mond hat auch einen Bezug dazu, vermittelt uns auch. Also sehr viel Ähnlichkeit besteht zwischen den beiden Neptun und unserem Mond und heute wirken zusammen. Das heißt, die Träume, intensivere Träume oder Visionen kann auch bedeuten, dass unsere Intuition sagt etwas Wichtiges. Also wir sollen heute auf unsere inneren Stimme hören. Es kommt ein Einfluss von außen, von Mars, und das ist kein guter Einfluss auf die Mond- und Neptun-Energie. Das kann eine aggressive Haltung sein oder Aggression, kann einer männlichen Person bedeuten, dass das Schwierigkeiten macht. Aber weil Mars auch einen Bezug hat auf Bewegung, kann bedeuten, dass unsere Bewegung
da Hindernisse gibt oder das Auto geht kaputt, also oder im Sport Verletzungen gibt. All das kann passieren heute, weil die stehen in Spannung. Mond, Neptun steht in Spannung zum Mars. Die beiden Tierkreiszeichen, die das spüren, sind die Fischengeborenen und die Schützengeborenen. Das sind die Einflüsse von außen. Was noch wichtig ist, welcher Stern bestrahlt die heutige Mondbewegung? Einmal Achenar. Achenar befindet sich im Sternbild Fluss Eridanus und heißt übersetzt das Ende des Flusses. Für uns bedeutet das das Ende zum Sehen, unserem Ziele, in welche Richtung soll etwas in Bewegung kommen. Und es ist nicht die Mars-Energie heute, was durch unsere Kraft und Mut wir in etwas in Bewegung bringen sollen, weil da sind heute die Hindernisse, sondern die Bewegung ist anderes. Das sind die Fischenenergie und die Energie des Fluss Eridanus, etwas im Fluss zu bringen oder im Vertrauen bleiben, das Fluss des Lebens. Achenar vermittelt noch etwas, die Richtung ändern. Also entweder anderen Einstellungen dazu oder mit anderen Augen das betrachten oder neue Ziele setzen, in Richtung ändern oder die Einstellung ändern. Und so kommt das alles im Fluss. Und nach Gefühl handeln, intuitiv handeln, dann kann nichts passieren. Aber heute können wir nichts erzwingen, weil die Bewegung, da liegen die Hindernisse. Markab bestrahlt auch die Mondbewegung. Markab bedeutet Flügel und befindet sich im Sternbild Pegasus. Pegasus ist die geflügelten Pferd. Die Geschichte dazu ist, einmal gab eine Königin Cassiopeia. Und diese Königin Cassiopeia hatte eine wunderschöne Tochter Andromeda. Und Cassiopeia prallte überall, dass ihre Tochter Andromeda sei die schönste, sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Sie haben natürlich beschwert bei Poseidon, bei Gott des Meeres. Und Poseidon schickte die Walfisch zum Königreich, die Königin zu bestrafen. Dieser Walfisch nahm aber die Königstochter Andromeda und fesselte zu einem Felsen. Und in die Nähe war Medusa, die Furchterregende, und Andromeda hatte Angst gehabt. Bis dann Perseus kam mit seinem Schwert und befreite Andromeda. Die beiden, Perseus und Andromeda, haben sie sich verliebt. Und dann kam dieser Pferd, dieser Pegasus, dieser geflügelten Pferd, und die beiden haben davon geritten oder geflogen. Natürlich mit Flügeln haben sie geflogen. Und das zeigt die Leichtigkeit und die Befreiung. Und das hat heute eine Botschaft von Ängste zu befreien. Und dieser Markab befindet sich im Sternbild Pegasus. Und das ist die Flügel dieses Pferdes. Nicht nur Markab bestrahlt unsere Mondbewegung, sondern auch Sheat. Und Sheat befindet sich auch im Sternbild Pegasus und bedeutet übersetzt Bein, also die Beine dieser Pferd, dieser geflügelten Pferd. Und die Aussage ist diesen Sternes, heute sollen wir alles, was wir nicht so gerne machen oder was uns bedrückt, was wir drücken uns davon, heute sollen wir das in Ordnung bringen, das zu bewältigen. Etwas, was wir nicht so gerne tun, was uns immer schwer macht, unserem Leben, das zu bewältigen, zum Ende bringen und das, was uns unangenehm ist, das zu bewältigen. Das sollen wir tun, dann sind wir auch befreit. Dann ist es erledigt, dann können wir das abheften und das befreit uns aus. Genau das erzählt Sheat und Markab. Und wie wird es auf den einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Wassermann in Osthorizont auf.
und in gleichem Moment geht in Westhorizont unter in die Tierkreiszeichen Löwe. Also für die Wassermann-Geborenen ist gerade sehr wichtig, dass Selbstdarstellung wahrgenommen zu werden. Außerdem die Gespräche, die klärenden Gespräche sind auch sehr wichtig. Oder ein wichtiger Termin oder Vertrag. Heute kommt auch die Wahrheit ins Licht. Die karmischen Knoten, die absteigende Mondknoten, bewegt sich auch zurzeit in Tierkreiszeichen Wassermann und es trifft momentan die Wassermann-Geborenen. Das ist das alte Karma. Und in diesem alten Karma machen wir Lebenserfahrungen. Und da sind sehr viele Schätze da. Talente, Fähigkeiten. Kann auch sein, dass momentan karmischen Begegnungen kommen. Und all das, was stört, was hindert, das sollen wir loslassen, verabschieden. Und diese karmischen Themen haben zurzeit auch die Wassermann-Geborenen. Bei den Tierkreiszeichen Fischen-Geborenen ist wichtig, intuitiv handeln, das Fluss des Lebens vertrauen, die Ziele ins Auge bewahren, vielleicht etwas ändern in Richtung. All das, was schwierig ist oder uns bedrückt, weil wir, für uns das unangenehm ist, sollen wir heute erledigen. Dann fühlen wir uns befreit. Es kann sein, dass jemand Druck macht von außen oder hindert unsere Bewegung. Und das trifft natürlich die Fischengeborenen. Kann auch eine männliche Person sein, wo jetzt gerade unangenehm sein kann. Oder eine aggressive Haltung, aber wichtig ist im Inneren Ruhe bleiben, intuitiv handeln und all das erledigen, was zum Erledigen ist und dann kommt auch die Befreiung. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen können mit einem guten Gespräch rechnen, unerwartete Ereignisse, Veränderungen, Umbrüche. Und hier gilt auch die Richtung ändern, das Fluss des Lebens betrachten, aber etwas klar und deutlich erkennen, etwas verändern, vielleicht die Einstellung oder die Richtung. Dann kommt das alles im Fluss. Kraft und Mut haben gerade die Wiedergeborenen und eine gute Nachricht, ein wichtiger Termin oder ein Vertrag ist auch zum Erwarten. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen kommt alles im Fluss und sie haben Glück in die Liebe Partnerschaft. Es ist auch die Selbstdarstellung wichtig, aber auch die Werte, Wertschätzungen und die Finanzen sind auch ein Thema gerade bei den Stiergeborenen. Was unangenehm sein kann, momentan ein klärendes Gespräch. Es ist nicht der richtige Augenblick, Termine ausmachen oder einen Vertrag unterschreiben. Bald übergibt Merkur in Tierkreiszeichen Fische, dann ist das ein Vorteil für die Stiergeborenen. Also lieber aus den wichtigen Gesprächen aus dem Weg zu gehen, keinen Vertrag unterschreiben. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist wichtig, eine feste Boden unter den Füßen, eine Basis. Und die innere Ruhe, auch diese Zurückgezogenheit, das eigene vier Wände, die zu Hause zu genießen. Bei einigen Zwillingsgeborenen ist es möglich, ein Umzug oder eine wohnliche Veränderung. Dann sie werden die Umgebung, die vertraute Umgebung wahrnehmen. Dann kommen Einladungen oder Feste. Es bewegt sich etwas im Umfeld. Eine gute Nachricht ist zum Erwarten oder ein wichtiger Termin, ein klärendes Gespräch und die Zwillingsgeborenen erfahren auch die Wahrheit. Die Gefühle sind ein bisschen durcheinander, aber in die kommenden Tagen kommt wieder die Begeisterung und auch die Bewegung. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen haben Glück in die Liebe Partnerschaft. Sie sollen auch intuitiv handeln. Sie haben auch gerade Träume, Visionen, auch tolle Ideen und all das können sie umsetzen. Auch in die beruflichen kann das eine Verbesserung sein. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben zurzeit karmischen Themen. Und nicht vergessen dieser Regulus-Einfluss, weil Regulus ist das Herz der Löwen, das Selbstbewusstsein und die Herzensangelegenheiten, die Wünsche, die Sehnsüchte, alles, was in unserem Herzen geschrieben ist,
wo wir mit Begeisterung dabei sind, das mal bewusst wahrnehmen, umsetzen im Tat. Das sind neue Erkenntnisse, neue Erfahrungen. Das ist auch eine karmische Aufgabe, gerade bei den Löwengeborenen. Denn wichtig ist, auf ein Gespräch achten, weil das spiegelt etwas für die Löwengeborenen. Wo liegt die Wahrheit? Oder Gespräche suchen mit anderen, weil so erfahren die Wahrheit oder so kommt die Klarheit. Nicht nur warten, bis die Information kommt, sondern auf anderen zugehen und etwas klären. Bei Tierkreiszeichen Jungfrau-Geborenen ist ein wichtiges Thema zurzeit die Liebe, Partnerschaft, genau das spiegelt das Leben, aber nicht nur warten und Erwartungen haben, sondern auch geben, Gefühle zeigen, Offenheit zeigen, auf anderen zuzugehen, weil das so kommt nur in Harmonie, im Gleichgewicht. Und sie sollen auch auf die inneren Gleichgewicht achten. Bei den Tierkreiszeichen Wagen geboren ist eine wichtige Nachricht, ein Termin, ein Vertrag ist zum Erwarten. Und diese klärenden Gespräche sind auch wichtig. Oder kommt etwas ins Licht oder die Wagengeborenen erfahren gerade die Wahrheit. Kraft und Mut, etwas Neues zu beginnen, haben auch die Wagengeborenen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen haben Glück in die Liebe, Partnerschaft und es ist auch ein wichtiges Thema. Bei einer oder anderen Skorpiongeborenen kommt die Liebe aus Ausland. Die Gespräche kann unangenehm sein momentan oder warten auf eine Nachricht und es kommt noch nicht. Da sind Einschränkungen da, aber in den kommenden Tagen kommt das auch im Fluss. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist wichtig, die Berufung und wichtige Termine, Gespräche sind möglich. Also eine gute Nachricht ist möglich. Aber die Mond-Neptun-Einfluss blockiert gerade die Schützengeborenen. Und das sind Gefühle, Emotionen, entweder Erinnerungen, verletzten Gefühlen, Enttäuschungen. Oder kommt jemand mit Gefühlen, aber führt zum Enttäuschungen. Also was die Gefühle betrifft, die Emotionen betrifft, das kann momentan enttäuschend sein für die Schützengeborenen. Aber es muss nicht eine neue Begegnung sein, es kann auch Erinnerungen sein, dass all diese schmerzhafte Erinnerungen kommt gerade hoch und dadurch fühlen sich die Schützengeborenen gerade kraftlos. Aber diese Mars-Spannung kann auch die Bewegung sein, dass die Auto läuft nicht richtig oder es sind Hindernisse da, was die Bewegungen betrifft. Die Tierkreiszeichen Steinbock geboren haben Glück in die Liebe, Partnerschaft. Sie haben auch ein gutes Gefühl im heutigen Tag und kommen auch schöne Einflüsse von außen, klärende Gespräche, Glück in die Liebe, Partnerschaft, auch Kraft und Mut und Begeisterung. Die einzige, was die Steinbockgeborenen hindert, wenn sie Angst haben vor Veränderungen. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.